Hey, was geht? Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind hier mit einem neuen Video. Heute ist es eine Tierlist und zwar eine relativ simple. Also ich gehe jetzt nicht in einzelne Positionen rein oder irgendwas in der Richtung. Wir kümmern uns heute einfach nur um die NFL-Teams an sich. Ich werde sehr, sehr häufig gefragt, ey, warum magst du die nicht, warum magst du den nicht? Magst du das Team nicht? Wie ist deine Meinung zu... Das heißt, wir reden hier überhaupt nicht über die aktuellen Roster oder sowas. Nichts Objektives in dem Video. Das ist meine komplett subjektive Meinung. Ich werde mich bei manchen Teams vermutlich selber fragen müssen, wie ich dazu stehe, aber am Ende werdet ihr vermutlich ein relativ akkurates Bild davon haben, welche Teams ich mag und welche nicht. Und bei denen, die sehr krass in irgendeine Richtung schwanken, vermutlich auch wieso. Aber lass einfach reingehen direkt. Okay, ich habe hier nichts selber eingeteilt und so. Es ist aber relativ akkurat. Das heißt, wir haben neue Logos und was auch immer. Wir fangen an mit den 49ers. Die 49ers sind mir sympathisch. Ich glaube, die sind so ein richtiges Mittelteam. Theoretisch sind sie ganz cool. Aber ich weiß jetzt nicht, ich wüsste nichts, was sie für mich persönlich richtig krass sympathisch macht. Irgendwelche mega sympathischen Spieler oder so. Einfach, sympathisches Team, mag ich. Freue mich, wenn ich sehe, dass die gewinnen. Hab mich gefreut dieses Jahr, als ich gesehen habe, dass die gut waren. Nicht nur, weil sie mein Geheimfavorit waren und so weiter. Bears, danke, nein. Ist immer relativ logisch. Meine Division mag ich natürlich nicht, das Team. Ne? Wir machen weiter mit den Bengals. Ich glaube, die Bengals sind ein klassisches Meh-Team für mich. Finde auch geil übrigens, dass er Meh als Wort nicht akzeptiert. Das ist eine Frechheit, aber Low-Key-Fan. Na gut. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt vielleicht ändert mit Joe Burrow. Ich nehme nicht an, dass Auden Tate eine deutlich größere Rolle kriegt. Ansonsten würde da der Florida State-Bonus natürlich noch mit reinfallen. Aber momentan ist es einfach so, Bengals. Da werden vermutlich viele Teams drin sein in Meh. Müssen wir mal gucken, ob dann vielleicht das Abteil hier zu groß wird. Aber es geht nämlich direkt weiter mit den Bills und die sind für mich auch so, Bills. Ich mag Josh Allen nicht sonderlich. Ich mag den Head Coach nicht sonderlich. Ansonsten gibt es da aber auch coole Spieler. So Trey White zum Beispiel feiere ich sehr, sehr, sehr. Also da kann man nicht allzu viel Böses gegen sagen, aber irgendwie... Es sind halt die Bills, wisst ihr, so mit jucken mich nicht sonderlich. Ich glaube, vielleicht hat man auch zu den besseren Teams immer eine krassere Meinung. Ich nehme an, bei vielen von euch wird sich vielleicht die Meinung über die Lions durch mich ein bisschen geändert haben, aber ansonsten, oder falls sich die Meinung nicht geändert hat, werden die Lions auch irgendwo bei meh oder bei sympathisch sein, nehme ich an, weil einfach weil da nicht viel los ist. Broncos sind mir sympathisch. Ich weiß nicht ganz, warum. Ich kann das nicht wirklich in Worte fassen. Peyton Manning mag ich halt deswegen schon mal. Ansonsten, Von Miller ist ein cooler Kerl, Bradley Chubb mag ich nicht besonders, wegen der College-Zeit noch, aber Philip Lindsay kann man eigentlich auch nur mögen, also sind schon coole Spieler dabei. Browns. Browns schwanken zwischen den beiden. Oder sogar hier. Wisst ihr was, wir packen die zu meh. Wir müssen aufpassen, dass meh nicht allzu voll wird, aber Browns, Browns. Buccaneers. Theoretisch, die habe ich halt so ein bisschen mögen gelernt durch Jameis Winston, aber jetzt ist Jameis Winston nicht mehr da. Aber theoretisch mag ich immer noch viele Spieler. Ich mag Mike Evans, ich mag Godwin, Gronk, wisst ihr was? Einfach nur dadurch, dass Gronk da ist, werden die auf sympathisch gezogen, statt sehr sympathisch, weil ich Gronk überhaupt nicht leiden kann. Cardinals, jetzt kommen wir zur ersten Sache. Sehr sympathisch. Hatte ich in einer Franchise und extrem viele von euch scheinen Cardinals-Fans zu sein, deswegen ist es immer ganz witzig in den Kommentaren. Cardinals, Kyler Murray ist ein super Kerl, Cliff Kingsbury ist sympathischer als ich dachte, Larry Fitzfitz natürlich, unglaublicher Kerl, ansonsten Bruder Baker ist auch cool, Isaiah Simmons wird den vermutlich noch, den Sex-Appeal vom Team ein bisschen erhöhen, also lassen wir die mal hier. Jetzt kommen wir zum ersten Low-Key-Fan, Chargers. Chargers sind geil. Vermutlich auch wegen Derwin James, ihr wisst, Bild im Hintergrund, noch aus Florida State Zeiten, deswegen ist es rot, ihr werdet es eh vermutlich nicht ganz sehen können. Es sei denn, meine Kamera ist wieder wie gestern im Video einfach auf Autofokus gegangen und hat beschlossen, der Hintergrund ist interessanter als mein Gesicht und ich bin verschwommen. Weiß ich ja jetzt nicht, ich hoffe nicht. Aber die Chargers gehören hier oben hin. Anthony Lynn ist ein super Kerl. Justin Herbert, ich denke nicht, dass er allzu krass ist. Ich hoffe natürlich, ich irre mich, aber er ist sympathisch wenigstens. Da sind viele, viele sympathische Leute am Start. Desmond King zum Beispiel, super Kerl. Casey Hayward ist geil. Kenneth Murray jetzt. Also da sind schon echt viele geile Kerle. Low-Key-Fan. Chiefs. Chiefs, auch viele sympathische Leute im Team, ja. Packen wir die erstmal zu sympathisch, aber die könnten eventuell noch nach oben rutschen. Colts, meh. Klassisches, meh. Okay, Cowboys, danke, nein. Ich habe schon häufiger mal überlegt, woran es liegt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich mag Jerry Jones nicht, den Besitzer davon. Der drängt sich immer sehr in die Öffentlichkeit. Und generell mag ich auch nicht, dass die Cowboys so dieses Americas-Team sind. Denn dadurch ist für meinen Kopf oder ist direkt Patriotismus damit verbunden. Und ich finde Patriotismus halt extrem dämlich. Und deswegen
färbt das vermutlich auch ein bisschen auf die Cowboys ab, ne? Ansonsten gibt es da auch wirklich Spieler, die ich mag. Also Leighton Van Der Esch ist okay, aber James Smith zum Beispiel ist ein super Kerl. Bei Dak bin ich immer hin und her. Im College zum Beispiel mochte ich den sehr. Jetzt bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Amari Cooper ist ein super Kerl. Also da sind schon sympathische Dudes dabei. Machen wir mal weiter mit den Dolphins. Jetzt zur Zeit vermutlich auch Headcoach-mäßig bedingt, aber die sind erstmal auch sehr sympathisch. Eagles. Ah, das wird vermutlich ein klassisches Mäh, wa? Eagles. Ja, packen wir Eagles mal zum Mäh. Aber ich muss auch aufpassen, weil ich meinen Raum, glaube ich, nicht höher ziehen kann, den aufnehmen Bereich, ansonsten muss ich nachher scrollen. Gut, Eagles kommen, obwohl, kommen die zu Mäh oder kommen die zu Sympath? Ne, packen wir die erstmal zu Mäh. Es ist so, ich weiß nicht, jetzt wo die Nitro-Darby nicht mehr haben, dafür haben sie Slay. Ich weiß nicht. Falcons mag ich, sind mir sympathisch, sind auf einem Level mit den ganzen Teams. Giants, Low-Key-Fan. Wieso ist das Giants-Logo und PNG und alle anderen haben weißen Hintergrund? Seht ihr, sowas stört mich schon wieder. Wer macht so ein Quiz? Wer macht sowas? Hätte ich das vorher gesehen, hätte ich da was Weißes hintergelegt, aber gut. Daniel Jones ist cool, Saquon, unglaublich geiler Kerl. Darius Slayton ist cool, defensiv. Baker, mal gucken, was mit dem ist. Aber Julian Love zum Beispiel ist noch da. Da sind auch schon Jabril Peppers natürlich. Jetzt Xavier McKinney, die sind schon ganz oben. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass Fabrice Fan ist von den Jaguars. Ich packe die mal zu sehr sympathisch, auch wenn das zurzeit sich ein bisschen am Verändern ist, sage ich mal. Aber einfach diese Saison, in der die so krass waren, da hatten die so eine geile Teamausstrahlung einfach, als die Saxonville waren. Das hat mir sehr gefallen. Jetzt natürlich sehr, sehr einfach. Lions-Fan natürlich das beste Team der NFL. Jets vermutlich momentan wirklich zu danken. Nein, wegen Adam Gase. Da sind Spieler, die ich mag und sowas, aber nee, irgendwie kann ich dem Team keinen Erfolg gönnen, solange Adam Gase da ist. Vielleicht ändert sich das danach, vielleicht ändert sich es nicht, wie zum Beispiel bei den Cowboys. Jetzt haben wir wieder ein Team mit einer eigenen Rubrik. Auch da vielleicht werden sich manche von euch fragen, warum Packers da unten und die Bears sind hier und die Vikings werden auch nicht da unten hinkommen. Packers sind das erfolgreichste Team der Division. Und manchmal ist es mit den Rivalitäten ein bisschen merkwürdig, weil zum Beispiel kein Team sagt, oh, die Lions sind unser größter Rivale. Ich glaube, die Packers würden die Bears sagen oder inzwischen vielleicht in aktuelleren Tagen die Vikings. Vikings sagen Packers, Bears sagen Packers. Eigentlich sagen alle in unserer Division Packers, weil die halt historisch bedingt, gerade über die letzten, was weiß ich, 30 Jahre oder so, das beste Team in der Division waren. Und deswegen ist das halt häufig der größte Rivale. Deswegen Packers hier unten. Und die Fans sind anstrengend teilweise. Panthers haben gelitten dadurch, dass sie Cam weggeschmissen haben. Ansonsten wären die immer noch hier vermutlich. Und jetzt packe ich die mal zu sympathisch. Obwohl, der Headcoach Matt Rule ist eigentlich auch sympathisch, wenn man ehrlich ist. Yeto Gross-Matos ist cool, Brian Burns ist cool. Die haben zu viele coole Spieler, um nicht hier zu sein. Die sind bei sehr sympathisch. Pets, nein, danke. Ist einfach langweilig, dass sie so erfolgreich sind. Jetzt mit Cam haben die auch wieder ein paar Pluspunkte dazu gebracht. Bill Belichick wird auf Ewigkeit meinen Respekt haben. Aber ansonsten, danke, nein. Raiders kommen zu Mäh für mich. Auch die haben keinen Hintergrund. Das wird vermutlich manche von euch auch ärgern. Aber ich glaube, da spielt auch rein und da können die Raiders natürlich nichts dafür, da können Raiders-Fans nichts dafür, da kann letztendlich niemand, der was mit Football am Hut hat, was dafür. Aber dadurch, dass die Raiders über Ice Cube zum Beispiel und so, sowas wie eine Hip-Hop-Marke geworden sind, habe ich schon zu viele Leute getroffen mit einem Raiders-Cap, die keine Ahnung von Football haben. Die auch, also ich meine, nicht nur keine Ahnung von Football haben im Sinne von, die wissen nicht, was 13 Personal ist, dass sie einfach nicht wissen, was Football ist und dass ihre Mütze was mit Football zu tun hat. Ja, aber das ist doch Hip-Hop, das ist doch die Marke von Ice Cube. Und das zieht die runter, glaube ich. Die Rams kommen. Ich habe gerade überlegt. Jared Goff. Jared Goff zieht die nach hier unten. Aber die haben Potenzial. Gerade wenn Levante Taylor den Roster schafft, das ist ein Safety aus Florida State, der als Undrafted Priority Free Agent zu denen gekommen ist. Dann haben sie natürlich Cam Akers, Head Coach sympathisch mal wieder. Wen haben die noch, der sympathisch ist? Mir fallen gerade ein paar Leute nicht ein, aber die haben auch noch Jalen Ramsey natürlich. Ich Dummkopf, wisst ihr was, Jalen Ramsey? Ich habe Jalen Ramsey vergessen. Wenn Jalen Ramsey da ist und Levante Taylor und Cam Akers, da kann ich auch über Jared Goff hinwegsehen. Ravens, sehr sympathisch. Saints, auch sehr sympathisch. Seahawks. Ich weiß nicht, vertagen wir mal die Angelegenheit. Texans sind mir sympathisch. Ich mag Deshaun Watson, obwohl er bei Clemson war, muss ich sagen. Bill O'Brien, Vikings packen wir unten hin. Danke, nein, ist relativ easy. Jetzt ist ein Problem mit den Redskins. Normalerweise würde ich die zu Mäh packen, aber so,
Ihr seht schon, das Logo ist ein bisschen anders und so, ne? Eventuell, wisst ihr was? Momentan packen wir die erstmal noch zu Danke Nein, wegen des Namens. Der Name wird geändert und danach muss ich mir dann ein neues Bild von den Redskins machen. Ich mag Dwayne Haskins, ich mag Darius Geis, ich mag Dingsbums, Terry McLaurin, Chase Young wird cool sein. Also die haben sehr Potenzial, weiter nach oben zu gehen, aber momentan heißen sie noch Redskins. Momentan rassistischer Name, packen wir die zu Danke Nein. So, jetzt habe ich in jeweils den dreien hier noch einen Platz oder vielleicht sogar ein Danke Nein. Die Titans, wo packe ich die Titans hin? Ich glaube nicht, dass sie zu sehr sympathisch kommen. Ich glaube, die Titans sind mehr für mich. Ich glaube, wir müssen ein bisschen umschaffeln hier. Weißt du was? Ich glaube, ich packe die Eagles eins hoch. Ich packe die Chiefs hier hin. Und jetzt habe ich noch die Seahawks und die Steelers. Packen wir mal die Seahawks. Die Seahawks zu sympathisch. Griffin Twins zum Beispiel. DK Metcalf, sympathischer Dude. Meine beste Freundin ist Seahawks-Fan. Ansatzweise, also sie ist nicht so drin im Football, aber wenn Football, dann Seahawks. Deswegen packen wir die mal dahin. Und jetzt haben wir noch die Steelers und die Steelers. Ich mag Big Ben nicht. Aber ich mag Mike Tomlin sehr. Wisst ihr was? Wir packen die zu mehr. Ja. Ich glaube, wir packen die zu mehr und das ist okay. Gehen wir mal alles durch. So, wir haben die Lions hier. Mit den beiden dreien bin ich auch einverstanden. Mit denen bin ich einverstanden. Ja. Mit sympathisch bin ich einverstanden. Ich glaube, sehr sympathisch und sympathisch, das verschmilzt teilweise ein ganz kleines bisschen ineinander. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Ravens zum Beispiel so sehr mehr mag als die Buccaneers. Da muss man drüber nachdenken. Ich weiß es nicht. Mein Problem mit den Steelers übrigens, um nochmal als letztes darauf zurückzukommen, ist, die Steelers-Fans sind teilweise echt anstrengend. Natürlich nicht alle. Ich kenne auch super sympathische Steelers-Fans von euch auch zum Beispiel. Aber manchmal sind Steelers-Fans so eine der gefühlt verblendetsten Fanbases. Und ich meine damit, wenn ich sowas sage, hauptsächlich eigentlich die Staaten im Sinne von, oh, jedes Jahr Super Bowl und haha. Ich weiß, dass es bei vielen Teams so ist und ich sage auch immer wieder, das ist eine der geilen Sachen an der NFL, dass man immer wieder Hoffnung haben kann. Aber bei den Steelers ist auch immer so, jeder Spieler, der weggeht, ah, den wollten wir sowieso nicht, und jeder Spieler, der neu kommt, boah, das ist der geilste Kerl aller Zeiten. Deswegen. Aber Mike Tomlin ist zu cool. Wir lassen ihn mal mehr und gucken, was die Jahre noch bringen. Gut, alles klar. Jetzt habt ihr eine Meinung zu allen meinen NFL-Teams, oder nicht allen meinen NFL-Teams, zu allen NFL-Teams, beziehungsweise, manches davon ist flüssig, manches davon schwankt sehr. Aber bei den Lions bin ich mir sicher, bei den Packers bin ich mir sicher. Grundsätzlich, je weiter nach unten und oben man kommt, umso sicherer ist man sich logischerweise. Und in der Mitte, so bei mehr sympathisch, sehr sympathisch, da verschwimmt schon viel ineinander, habe ich ja eben auch gesagt. Lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Ich werde gleich den Link teilen auf Twitter, das heißt, wenn ihr auf meinen Twitter geht, Link dafür ist in der Beschreibung, dann könnt ihr genau den gleichen Tiermaker auch machen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir dann eine Liste schicken oder also ein Bild davon quasi auf Twitter direkt, auf Instagram, was auch immer. Oder wenn ihr wollt, könnt ihr auch einfach in die Kommentare die Teams schreiben. Schreibt ihr geilstes Team, Doppelpunkt, bla bla bla, dann Loki Fan, bla bla bla, immer mit einem Absatz dazwischen, damit ich das Ganze gut sehen kann, wenn ihr mir eure Meinung mitteilen wollt. Insgesamt hoffe ich natürlich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, falls ihr ein Like da lasst. Wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.